Runde 1 mit Marie Reim. Wovor hast du am meisten Schiss? Dass meine Perücke wegfliegt oder sie umkippe. Beantwortest du denn jetzt gleich die Quizfragen, wenn ich da oben bin? Ah, jetzt du! Weil es echte Liebe war. Hallo, hier ist Tim Peters und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der SWR Schlager Achterbahn Challenge. Sie ist keine 1,60 groß, aber in der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken und eigentlich auch eine ganz große. Ich arbeite mit ihr zusammen und verbringe natürlich auch privat gerne Zeit mit ihr. Hier ist Marie Reim. Hallo, Mensch. Heute die Haare wieder lang. Glaubst du, die wehen gleich schön im Wind, wenn wir mit 130 Sachen daherdüsen? 130? Mhm. Oh, wow. Es fühlt sich an wie 200. Danke, du machst es viel besser. Nein, ich habe wirklich große Angst, dass meine Perücke fliegen geht. Aber wir werden sehen. Sie ist gut geklebt und wenn sie halt, sonst hat sie halt vielleicht jemand anderes im Gesicht. Kein Problem. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wie sieht das bei dir aus? Achterbahn? Bist du Achterbahn erprobt? Bist du schwindelfrei? Wie geht's deinem Magen? Erzähl. Oh, meinem Magen geht's vor Aufregung furchtbar. Ich bin nicht schwindelfrei und ich bin auch nicht so der Achterbahnfahrer. Also es sind die besten Voraussetzungen, um gleich... Nein, ich hoffe, ich überstehe das. Ach, du überstehst das? Ich bleib an deiner Seite und ihr kommt mit. Los geht's. Runde 1 mit Marie Reim. Wovor hast du am meisten Schiss? Dass meine Perücke wegfliegt oder sie umkippe. Ja, dann fliegt die Perücke hier oder irgendwo dass ich da mich hinten. Übergebe. Ach, das passiert schon nicht, Marie. Wird alles gut? Nein, Let's die Ampel go. Leuchtet. Marie, um dich jetzt mal ein bisschen abzulenken. Oh, ich pisse ich weiß gleich ja. In den Putz. Bitte nicht. Wobei du hast schwarz an, da kann das hier, da sieht das keiner. Du sprichst ja Holländisch. Ja, schön. Was heißt denn, ich habe Höhenangst auf Holländisch? Ich weiß es nicht. Es heißt nur, ich bin heel bang da. Den Rest weiß ich. Ich bin heel bang. Ja? Um nö. Ja? Da bin ich der Reiter. Okay. Okay. Würdest du dir auch mal vorstellen können, auch mal einen Song zu schreiben auf Englisch? Ja. Ja? Sollen wir das mal machen? Ja. Beantwortest du denn jetzt gleich die Quizfragen, wenn ich da oben bin? Meinst ja. du, du schaffst das? Oh, fuck, ich hasse es. Dann! Okay, komm, wir genießen, aber dann machen wir die Fragen. Achtung, fertig und. Ein Unter- oder Obergäriges Bier? Ja, Ober! Ab wie viel Grad? Siedet Wasser! 8200! Ja! Was reimt sich auf? Reimen! Schleimen! Du bist ein Wunder! So. Du schreist ja hier ganz schön laut. Wie nennt man krankhafte Ohrgeräusche? Sehr gut! Und tschüss! Marie, würdest du noch eine Runde mit mir Achterbahn fahren oder dir nie mehr die Haare färben? Haare färben ist gemein. Noch Fragen? Ja, gibt's auch noch. Jobben oder shoppen? Shoppen. Jobben, ja? Jobben, um zu shoppen. Jobben, um zu shoppen. Aber du liebst ja deinen Job, oder? Bist zufrieden? Wolltest du immer was anderes werden oder wolltest du immer schon Sängerin werden? Ich wollte schon immer Sängerin werden. Hilfe. Okay, kannst du noch eine Frage? Mama-Kind oder Papa-Kind? Ein Papa-Kind. Ja? Ist das so? Schon so ein bisschen. Ich finde auch so vom Sound her ist es fast schon eher wie Papa, ne? Als wie Mama. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Sitz nass. Okay, wir wissen jetzt noch nicht genau, ob der Sitz nass ist, aber Marie, ich sag dir eins. Die haben hier so Schläuche, mit denen die das dann einfach ganz schnell wegspritzen. Und ich sag dann einfach, ich wär's gewesen. Okay. Hotel oder zu Hause? Zu Hause. Weil? Weil die Putzkräfte bei mir zu Hause, sprich ich, ganz sicher besser sauber machen als die im Hotel. Bist du bereit für Runde 2? Naja, ich habe einen Song erst. Bist du dafür bereit? Also ja. Also ich würde sagen, wir sind dafür bereit. Marie, ich habe gehört, dass du Mode designst. Ich habe noch nie was davon veröffentlicht, aber ich mache das, ja. Ich designe so Show- und Bühnenklamotten und so. Aber es wurde noch nichts davon genäht. Also würdest du mir auch mal was machen, Design? Hat aber wahrscheinlich Pailletten und Fransen. Ist egal, würde ich machen. Du würdest mir Pailletten anziehen? Nee, weiß noch nicht. Aber nee, ich würde mir das überlegen. Aber ruhig was Auffälliges, ne? Okay. Hast du schon mal irgendwas bereut und wusstest eigentlich, dass es so kommen wird?
wenn du was gemacht hast? Hast du mal irgendwas so, wo du wusstest, das bereue ich? Mach ich aber jetzt trotzdem. Ja, vor wenigen Tagen. Ja? Oh Gott. Willst du es verraten? Nein. Okay. Bist du ready für die nächste Quiz-Time-Challenge? Marie, Hände hoch. Und es geht runter! Ja! Wie viel Grad hat ein rechter Winkel? 90! Sehr gut! Woo! Der Partyhit des Jahres 2022 war... Ja. Leila? Ja, Mann! Ich kenne noch einen Partyhit, denn er hat sich nicht verdient. Jetzt du! Nein, er hat sich nicht verdient! Nimm mich! Du und ich, das ging so nah! Jetzt du! Weil es echte Liebe war! Nein, wir hatten nicht verdient! Mensch, Marie, eine schnelle Frage habe ich noch. Wie viel ist die zugelassene Höchstgeschwindigkeit innerorts? Das weißt du nicht, ne? Doch, 50? Deswegen geht das Auto auch immer kaputt. Wie viel? 50. 50, sehr gut. Gut gemacht, Marie. Mega. Ja, diesmal ist aber wahrscheinlich hier überall. Was sagst du, Schlappen oder High Heels? Oh, wenn wir ausgehen, ja. High Heels. Aber zu Hause schon eher die Schlappenfrau, ne? Ja. Hund oder Katze? Ja. Holly und Carla. Ich stelle hier Fragen, die kann ich fast schon selber beantworten. Ich kenne ja Holly und Carla. Die sind auch fast immer mit, oder? Ja. Und geben die dir irgendwie Kraft vor dem Auftritt oder was verbindest du mit den Hunden? Die sind dir ja sehr wichtig. Das ist meine Familie. Süß. Weil die bleiben immer bei mir und Hunde lieben dich. Sind die einzigsten Tiere oder Lebewesen, die dich mehr lieben als dich selbst. Marie, ich helfe dir. So, jetzt aber. Ich helfe dir wieder raus. Madame. Vielen Dank. Das hast du toll gemacht. Nagel abgebrochen? Nein. Ja, aber vorher schon. Einer vorher schon. Haare sitzen noch. Wunderbar. Ich glaube, auf dem Video hast du gesehen, es hat sich hier ein bisschen gelöst. Mal gucken. Nein, da hat sich nichts gelöst. Ich muss mich aber jetzt fast von dir verabschieden. Was hast du denn? Wie hat es dir gefallen? Welche Runde fandest du besser? Besser? Mhm. Oder schlimmer? Oder schlimmer. Die erste war schlimmer. Du hast deine Ängste quasi hier mit mir überwunden. Wir haben ganz viel über Marie rausgefunden. Ich kriege jetzt noch ein Küsschen, weil ich so gut auf dich aufgepasst habe. Das machst du aber immer. Und wir sagen ciao. Ciao.